So, da sind wir doch schon wieder zu FIFA 17, ja. Ich werde mal gucken, dass ich im Hintergrund ein bisschen Musik hier einbaue in dem Bereich. Oder ob ich es so lasse, ich weiß es nicht. Musik dürfen wir ja hier nicht haben, ansonsten könnte es so enden wie im ersten Part. Keine, ja, soll ich sagen, man hört nichts. So, weiter geht's. Hier Vorbereitungstour gegen Real Madrid. Skillpunkte haben wir 3 Stück. Die könnten wir jetzt separat verteilen auf schwachen Fuß, hätten wir voll. Dribbling, Spezialbewegungen und und. Das kostet das 2, glaube ich, ja. Und das auch 2. Ein. Hätten wir das schon mal erledigt, aber ich behalte die noch. Ich hürte die erstmal, damit wir damit dann auch einen Riesensprung machen und jetzt nicht so ein bisschen. Mache ich immer so. Ja, wir sitzen natürlich wieder nur auf Bank. Und haben keine Ahnung, ob wir reinkommen. Auch wenn wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Laut den Medien steht Liverpool vor einem Transferkup. Eines Tages geht es bei solchen Meldungen um uns. Gareth Walker, Philip Bernards. Den Gerüchten zufolge hat es Liverpool auf einen großen Namen abgesehen. Je mehr, desto besser, sage ich immer. Ja, dann bin ich mal gespannt, wem sie da kaufen wollen. Jetzt geht's erstmal ab ins Game. Willkommen aus dem CenturyLink Field. Heute endet die Vorbereitung, Buschi. Und zum Abschluss wartet Real Madrid auf die Reds. Und los geht's! Latte und er hat ihn! Knapp. Eine Tore zur Pause. 0-0. Jetzt der Angriff. Gut weggesammelt. Da geht er hart rein. Ein bisschen, und er sieht ne? nicht gut aus, scheint verletzt zu sein. Ja, sie werden Oh, wechseln müssen. Das ist Sturridge. natürlich ganz bitter. Verletzt. 35 Minuten noch. Alexander kommt Hunter. in die Partie. Liverpool will mehr. Der Sieg soll her. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Passspiel. Hunter Spiele hier die mindestens Entscheidung 10 bringt. erfolgreiche Pässe. Gewinne das Spiel. Und steht 0-0 richtig. 0-0, 51. Minute. Wo bin ich da? Joe Gomez. Oh. Jetzt wieder Real. Ja. Komm ran da. Geht er rein? Da Alter. ist der Treffer. Sie liegen vorne. Wer war das? Wer hat das Tor gemacht? Unser Kollege oder was? Stark gemacht, ein richtig schönes Tor. Ja, richtig schön, das war richtig geil. Nochmal der Treffer, diesmal aus X, einer gut, anderen nicht unser Perspektive. Konkurrent. Sehr schöner Treffer von Danny Ings. Und jetzt sehen wir Und endlich das erste Tor. ja, endlich. Casemiro. Walker kommt rein. Ach, Walker sage ich, Lucas Hunter kommt Vazquez. rein. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht Alter. leicht. Sie So. kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gute Ja, was Ballführung für und ein das will er Pass. jetzt alleine machen. Alexander. Alter. Und wieder Tor. Abschlachtung, Real Madrid. Und wir präsentieren uns sehr Eine Mischung stark. aus Können und Glück. Dieser Treffer, Buschi. Ja, Ja, stimmt. Können und Klar, Glück. er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Ja, und doch, Infos, cool. Cooles Ding, sehr schönes Tor. Torvorlage und ein eigenes Tor, das ist mega. Firmino sitzt da mit auf der Bank. Tobt mit Kloppo. Wer geht denn jetzt? Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Casemiro. Casemiro. Randa. Silva. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Ja, kommt er an? Kommt er an? Mané. Das macht er Ah, klasse, die Flanke schade, gut wollte mich gerade abgefangen. vordrücken. Muss Ecke geben. Muss ganz dringend Das Ecke muss der geben. Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Klasse vom Ja, Verteidiger, ja. den hat er super geklärt.
gibt jetzt die Gelegenheit. Guter Pass, das könnte Alex. Ah, schade. Doppelpack wäre geil gewesen. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Er freut sich, er darf meinen halten. So, nächste Ecke. Hunter. Ah. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der nicht Ball präzise genug. Tick zu hoch, dadurch konnte er ah, nächste Wechselung. Gaius Walker kommt rein. Soll sich ein bisschen zeigen. Wir kamen vorhin rein, das ist doch mal nice. Nice, und wir führen 2-0. Wir sind Fernandes. Ja, ah, ich wollte gerade abspielen zu. Hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Das war ja nämlich gerade Gaius, glaube ich. Walker. Bin auch mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird mit den beiden. Also was passiert, wenn er höheren Erfolg hat, einen besseren Erfolg hat als ich. Was ist, wenn... Ja, für mich ist er am Foul, so festgehalten und so. Ja, Abmahnung. Kündigungsgrund ist das. Jo, dranbleiben. Benzema. Karim Benzema. Ronaldo spielt nicht? Verletzt oder was? Gut aufgepasst, da kommt der. Oder sagt er, es ist nur ein Testspiel. Uninteressant. Jetzt wieder Real. Ah, fuck. Alex Hunter. So, noch ein paar Pässe schlägen. Ja, schlägen vor allen Dingen schlagen. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ah, fuck. Ich wollte gerade ablegen. Ja, stand jetzt wieder nicht auf, mein Gamer. So ist das dann. Ran da, Jungs, ran. Will hier gewinnen. Benzema! Ja, Benzema. Bist nicht so gut wie ich. Da wundert nee. Einen der Rückstand nicht mehr, oder Buschi? Nee, überhaupt nicht. Bei der Abschlussschwäche ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Da ist doch erst 70. Minute, die haben noch 20 Minuten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja. Noch. Roberto Firmino. Und ach, guck mal, Firmino. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt vielleicht mal Alexander. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Alexander! Ah, fuck. Und jetzt gibt's eine Ecke. Und da spielt natürlich wieder ein sensationales Game. Der neue... Das neue Liverpool-Juwel. Ah, schade. Ja. Das beste Talent. Soll's werden. So. Steil gespielt. Gute Flanke. Ah, fuck. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Ja, Rückpass ist hier natürlich wieder erlaubt. Das finde ich schon schade, dass man so eine Regelung nicht mit eingebaut hat, ne? Da immerhin. Kann er sich den Ball oder holen. Hand, aber Handspiel habe ich gesehen, das könnte man einstellen. Ne? Normale Handspiel im Feld und sogar Elfmeter kann man da dann sogar, Handelfmeter kann man ausschließen oder dann selbst sogar separat noch mit anmachen. Finde ich ganz cool. Aber das mit dem Rückpass hätten sie auch nochmal irgendwie mit einfügen können. Gut verteidigt hier. Nun Firmino. Firmino! Mané. Ja, ich wäre besser gewesen. Casemiro. Nicht Walker, Alter, ich. Mich müsste in Glanz und Gloria ziehen. Klasse Technik. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gar nicht wohin? Einfach an den Ball gekommen. So. Mané. Wohin spielt ihr denn? Einwurf. So, haben wir dich rausgelockt. Den Ball wirft er schnell ein. Schön an. Das Loch in der Abwehr. So, Ball lass den Ball laufen. Einwurf. Ach, guck mal, 6. Da willst du mich veräppeln, oder was? Mané.
macht er ihn. Ja. Real Madrid mit der Ball. Es würde immer schlechter bewertet werden, dass es jetzt so steil runtergeht, ey. Hammer, hammer hart. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Ich habe ihm immerhin einen Assist und. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Alexander jetzt. Da kommt der Steilpass. Jetzt vielleicht. Und noch ein Assist. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Der ja. Schuss natürlich klasse, aber die Vorbereitung, die hat er sich. Ja, finde ich auch. Die war perfekt. Sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. Ja, stand ja auch schon 2-0, aber 3-0 ist natürlich deutlich epischer. Nacho Fernandes. Fernandes! Und da. Komm, Randa. Gutes Tackling. Joe Gomez. Ich weiß, dass es ein gutes Tackling war. Fuck. Er nimmt ihm den Ball ab. Alex Hunter. Alex Hunter. Bester Mann wieder. So, schön dranbleiben. Wie gesagt, Spielminuten habe ich 6 Minuten eingestellt, also eine Halbzeit finde ich schon wichtig. Wenn auch gewiss ein bisschen Zeit hat zu zaubern und nicht ganz gestimmt. Auch vernünftig zu zocken. Ja, ich weiß nicht, warum er nicht passt, aber den haben wir jetzt auch. Jupp. Er darf mich da hin und her boxen, aber das ist dann letzten Endes nix. Ramos. So, super. Dü. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Ah, fuck. Ich wollte ihn. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Der Alex Hunter. Mann. Klasse Tackling. Ich würde gerne noch ein Tor machen. Ich will nächstes Mal in der Startformation stehen. Er darf keinen Zweifel daran haben, mich aufzustellen. Aber egal. Ein Tor, zwei Assists. Sehr gutes Spiel. Und wir gewinnen mit 3-0. Naja, also sie werden. Ja, wie soll man es ausdrücken, mit gemischten Gefühlen in die Saison gehen. Die Verletzung in diesem Spiel, die wiegt schwer. Aber Hunter hat mit dem Tor gezeigt, dass er eine Alternative sein kann. Ja, ich kann eine Alternative sein. Ziel 7-0, wir haben 9-1, 10. Pässe sollten wir schlagen, wir haben 15. Und wir haben den Sieg eingefahren. Da ist der Treffer, sie liegen vorne. Was für ein Treffer, der war richtig episch und sehr nice. Und das will er jetzt alleine machen. Hunter. Einfach nice. Alles im Soll und ja, guten Eindruck hinterlassen hoffentlich bei Kloppo und Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. James Rodriguez spricht über uns. So, Torschützen kriegen wir nochmal 400 Belohnungen, aber Vorlage kriegen wir gar nichts, ne? Ja, der Wert steigt auf 5,4 Millionen. Gesamtstärke ist nicht gestiegen. Ein Skillpunkt haben wir bekommen. Oder Gesamtstärke? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht gesehen, ob das gestiegen ist. Kann auch sein, dass wir 61 hatten, jetzt 62. Egal. So, Hunter. Alexander Gaswalker. Ihr wart als Kinder schon ein super Sturmduo und ihr seid es ja immer noch. Laut den Medien steht Liverpool. Ja, das kennen wir ja schon mit dem dicken Transfer-Coup.
aber das soll uns jetzt nicht stören. Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi, did right out there, didn't we, mate? Die wissen, wer wir sind, gemeinsam auf dem Rasen, unfassbar, bloß ein Testspiel. Oh, they definitely know who we are now. They're probably gonna wanna buy us. I'm buying too. PSG as well. Maybe they'll start a bidding war. Yeah, for me. You just be, make quiet. Yeah. In your dreams. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you, we're gonna take those Prem defences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. Ich mach das schon. Wir sind ein tolles Duo. Hoffentlich bekommen wir eine Chance. Wir sind ein tolles Duo. Unstoppable, bruv. Almost like telepathic. Yeah. New Rooney and Ronaldo, bruv. Shearer and Sutton. SAS. You're a nerd. Du nerd. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You bots, alright? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Wenn wir verlieren wollen. Da merkt man dann schon, er denkt in dem Sinne nur noch an sich. Natürlich ist das da schon gewiss ein bisschen, muss man auch an sich selbst denken und sagen, das ist mein Platz, ich fordere den ein, ich will den haben, aber so, na dann, so, wir machen jetzt noch die Schießübungstraining und dann beenden wir diesen Part, sage ich jetzt schon mal. So, dann gucken wir mal. Trainerwertung. In diesem Teamzentrale wird die aktuelle Team, was? Interne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeigt gute Leistung im Training und im Spiel, um Alex Trainerwertung zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht Alex Chance, es im nächsten Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistung zeigt, erhält er den Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Alright, lads. Time to Startelf Reserve. Wir sind Auswechslung. Din. Das sind Trainerwertungen hier. Na, natürlich könnten wir das jetzt umändern, aber ich lasse das jetzt dementsprechend mal so, damit wir erstmal eine gute Trainerwertung haben. Ich weiß nicht, wie hoch die jetzt war. Na, anscheinend noch nicht hoch genug, dass wir in die Startelf sollen. Jupp. Wir brauchen ja nun, Jupp, der war so richtig, richtig gut. Wir brauchen ja nun, exzellent und das reicht. Ja, exzellent reicht. Mehr geht nicht. Ja, gucken, wie das Ansehen jetzt bei Kloppo steigt. Oh, Lupfer oder was? Jupp, der war richtig gut. Der war aber Killer. Damit haben wir. Jupp, bei denen aber nicht. Ja, der war auch scheiße. Ja, der war richtig gut. Hat der Netz. Ja, nicht so. Ja. Bonus. Gut gemacht. Auf exzellent kommen wir nicht. Können wir nochmal versuchen. So. Ah! Ich dachte vielleicht so jetzt Pfosten und so. Ja. Aber es ist schon Bescheid. Es
wird nichts mehr mit exzellent. Jo. Super. Super, super. Hey. Gut gemacht. So, haben wir noch einen Versuch, den werden wir noch jetzt benutzen. So. Ja, was war das denn? Kann's schon vergessen. Oh Mann, regt mich das auf, ey. So. Eins. Zwei. Jetzt haben wir mal alles raus. Jupp. Drei. Ja. Jo. Und? Der muss hier reingehen, komm. Exzellent. Wurde auch Zeit. So. Zweimal exzellent. Also, damit müssen wir ja wohl auffallen, oder? Der Jürgen. Gucken wir uns mal an, wie das Ansehen steigt. Ich hätte sonst am liebsten Gold genommen. Gold natürlich besser. Ja, das Ansehen ist jetzt nicht gerade gestiegen. Auch nicht durch unser letztes Spiel mit einem Tor, zwei Assists. Also. Oi. Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? Have you seen it? It was in my bag. No. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Wait, we made the squad, man! Yeah! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do with myself. I can't believe it. Please. I can't believe it! Wir stehen im Team. Aber ich bin anscheinend nur ein Auswechselspieler. Ja, und er steht bestimmt in der Startelf. Aber, ich, wie gesagt, das sehen wir beim nächsten Mal von Let's Play FIFA 17 The January. Der Ausfall von Dee Sturridge ist bitter für Liverpool, aber für Talente wie Mr. Alexander und Will Gus Walker kann das eine Chance sein.